Was? Es macht absolut keinen Sinn! Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video, meine Freunde. Mit dabei ist leider Evive HD. Das bin ich. Hast du deine Facecam gestartet, dummes Stück? Natürlich, du dummes Stück Kack. Schade drum. Leute, wir schauen uns heute gemeinsam wieder YouTube-Kacke an. Die Regeln sind ganz einfach. Wer lacht, kriegt einen Finger abgeschnitten, Leute. Diesmal machen wir es ernst. Ich hab's ja schon mal bei Fortnite versucht. Ich hab's ja nicht gesagt, ne? Perfekt, ja. Lukas. Wer zweimal lacht, der kriegt einen Finger abgeschnitten. Also, wenn wir 10-mal lachen, sind alle unsere, sind 5 Finger, also 20 oder sind alle. Halt dein Maul, Revi. Danke, Mann. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten YouTube-Kacke an von Jeezy Franke, und zwar Vögel. Da bin ich auf jeden Fall absolut gespannt. Ich bin ein großer Vögel-Fan. Du auch, Lukas? Es interessiert mich nicht. Fangen wir an. Seit dem frühen Mittelalter gelten Rabenvögel als beschissene Söhne. Mein Finger ist weg. Was? Ab dafür. Zu Recht, meint Prinzessin Suguste von Bayern. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ich komm, diese Vögel ein Dachfenster raus. Das Ganze ist dumm. Ihre kleinen Gehirne sind ein Breigemisch aus Rinderherz und Quark. Sie sind behinderte Spaß. Ihre kleinen Gehirne sind ein Gemisch aus Rinderbrei und Harz. Und die ihres Doktorvaters hat bewiesen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Dummvögeln und ihren Penisgrößen gibt. Sie haben die kleinsten Schwänze auf der ganzen Welt. Penisgrößen hin oder her. Die Leutstädtner Dohlen interessiert im Moment nur eines. Möglichst schnell zu... Im ersten Feld der Was ist denn bei ihm kaputt, Digga? Das Schöne ist, man lernt ja noch was dabei, ne? Also man hat ja was davon, wenn man sich sowas anguckt, Leute. Kann man ja nicht anders sagen. Ey, Digga. Nach dem Liebesakt ein fluchtartiger Abgang. Oh, Lukas, es ist wie damals bei deinen Eltern gewesen, ne? Genau wie ich bei deiner Mama. So ein Ding! So ein Ding, Lukas! Hat ergeben, dass Dohlen beschissen sind. Ses, ses, fief, spaps. Halt die Fresse. Zurück in die Städten. Halt die Fresse. Versucht Suste, sich mit Lilly zu unterhalten. Lilly genießt durchaus die Zwiesprache mit ihrer Ziehmama. Spieglein, Spieglein an der Wand. Sag, wer ist der herzlichste Spast im ganzen Welt? Saß. Alter, ich habe keinen Bock weiter zu schneiden. Jeezy Franke. Tschüss, hört einfach auf. Hört einfach auf. Ey, das war krass. Das war wirklich richtig gut, Digga. Jeezy Franke. Jeezy Franke auf jeden Fall ein Newcomer hier an der Stelle. Ich würde sagen, wir schauen aber ganz kurz über Tanzverbots Kotzucht rein, meine Freunde. Das wird auf jeden Fall auch ganz wild. Bitteschön. Ich hab einfach nur Eier. Ach, das ist einfach faf. Ich hab keinen Bock. Es ist einfach faf. Okay. Darauf, aber ich komm nicht weg davon. Ich friss 8 Kilo am Tag. Das ist der größte Dreck. Faf. In Maßen ist alles okay. In Maßen ist auch Maß. Du bist von 1 und 1 in YouTube. Gut, wenn man sich aus so ausgleicht. Aber ich mach das nicht. Ich esse jeden Tag so viel. Das ist nicht gut für den Körper. Er hat mir der Arzt hat mir vor 3 oder 4 Jahren gesagt, hör auf zu essen. Das ist die Pest für den Körper. Kann ich nachvollziehen. Lukas, hast du schon mal gefressen? Mehrmals tatsächlich, ja. Glaube ich, sieht man deinem Körper auch an, du unförmiges Miststück. Digga, ich habe da einmal so einen Bluttest gemacht. Der hat mir hier ein von hinten reingesteckt. Wow, geil! Jetzt habe ich super. Aber es ist eine Soße. Das ist scheiße. Ich kack 58 Mal am Tag, weil nichts, was ich esse, wertvoll ist für den Körper. Junge, was gucken wir hier? Ich weiß nicht. Das ist einfach Dreck. Das kompletter Fiebertraum. Jeden Tag ist es gerade so übertrieben schlimm. Ich schwöre es euch. Ich lüge euch nicht an, wenn ich sage, dass ich Leberkäse esse. Scheiße, Körper besteht zu 95% aus Missgeburt. Was war das? Absoluter Fiebertraum. Pete Minze, meine Freunde, hat ein Abo-Special gemacht. 20.000er Abo-Special. Da schauen wir nochmal ganz was rein. Let's go, der Hase. Aufgepasst, ihr Spastis. Wäre es nicht mega, wenn wir alle richtig schön zusammengeschlagen werden? Yeah. Ja, vom wär's. Empfohlen. Ich habe nicht LOL. Ich habe mich mit LOL24 zusammengetan, um euch alle abzuziehen. Die größte Spastengemeinschaft Deutschlands gebaut. Ach so, oh, Leute, okay, der hat von 6. Opa Wutz will Pepper und Schorsch entführen. Hallo, Pepper und der andere Haufen.
Er will sie entführen. Lege ich euch eure eigenen Blein. Oh, wie ein Kokain für Schorsch und mich. Ich habe ein Päckchen LSD für jeden von euch. Und jetzt kommt ihr in mein Auto. Und jetzt brauchen wir einen schönen sonnigen Platz, um eure Drogen einzunehmen. Wunderbar. Bro, einfach deinen Keller. Eine Minute, 37 Sekunden später. Gut reingeschallert, Digga. Also, reicht jetzt auch. Pepper hat viele kleine Blumensamen. Schorsch hat gar keinen Blumensamen. Oh. Was für ein Otto. Aber dafür hat Schorsch einen ziemlich großen Penis. Könntest du dich bitte endlich umbringen, Papa Wutz? Könntest du dir das überlegen? Endlich umbringen? Na gut. Peppa ist reich und auf alles. Ich bin ein voller Kockspast. Schorsch ist ein Kommunist. Pedro ist geistig behindert. Ja. Und Luzi ist auch nicht gerade die Schlauste. Hallo. So sagt man in Holland Hallo. Yeah. Okay, let's go. Komm doch her, oder ich komm in dich. Ein Schwanzkampf, ich habe einen Kasten, aber leb mit dem Konter. Eigentlich ein ganz guter Song, oder? Trailer Park hat sich wirklich gemacht. Man kann sagen, was man will. Sagte sie, wenn Style hab ich einen schlechten Tag. Wo dir da der mir auf die Eier lebt, verklappt, ich bin Sporttakus. Jetzt geht's los. Ich bin ein Mann, das ist das Kälte. Alter, Luca! Ich mein Anschlag in den Tag. Ich schau, ob ich die Ehe habe, fragst du mich. Ich hab meinen Anwalt saßen. Baby, sorg dich nicht. Seh's, ich hab dich. Ich hab Gicht. Digga, da muss ich nicht abschalten. Würde ich aber auf ein Konzert von gehen. Würde ich absolut reinziehen. Alles klar, wir skippen mal. Oh, Thomas Panke, der Held der Steine, Digga. Seid mir gegrüßt. Ich bin ein Stein. Och Mann, Alter, okay. Copyright. Ich bin ein scheußlicher Mensch. In meinem Frank im Herzen von Schlag, in meiner wunderbaren kleinen Folter an einem fantastischen Tag mit einer fantastischen Fanta. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, dass ich in den letzten Tagen 350 Teile genommen habe. Wohl wirklich die schlechteste Idee aller Seiten gewesen. Dieses Set ist genau so wie meine Schwanz. Es ist wohl wirklich das Schlechteste und Kleinste, das die Welt je gesehen hat. Es ist die Essenz von dem, warum ich keine Freundin habe. Und wenn ich morgens in dem Spiel Geld schaue, dann leuchtet es da so hell durch und es erscheint Jesus und sagt: Okay, ja. Was ist das denn? Warum ist es so klein? Was zum Teufel? Ja. Oh, Simpsons, Digga. Copyright. Krass, Geht nicht. So ehrenlos. Es geht einfach nicht. Es ist der Model Boy. Du meinst dein Vater? Den Spaß. Der holt sich einen runter. Jawohl, das macht Spaß. Können wir bitte was anderes gucken? Das sind 300 Copyright-Verstöße in einem Video einfach. So Leute, schauen wir uns mal ganz unser Nachbarland an. Das ist Polen, die Dinosaurier-Folge. Reich der Giganten Teil 1. Ich weiß ja nicht, ob das der richtige Content hier in der King Sau. Stellen Sie sich vor, wir Menschen würden aussterben. 5 Jahre zurück in der Zeit erreichen wir die Zeit. Der Himalaya existiert noch nicht. Die Vegetation existiert noch nicht. Die Welt existiert noch nicht. Selbst die Erdoberfläche existiert noch nicht. Okay. Der Atlantik ist 6 Meter breit. Es gibt nur Gras. Und die Herrscher dieser Zeit sind die Dinosaurier. Tyrannosaurus Rex. 65 Millionen Tonnen schwere Raubdinosaurier. Jo, wahrscheinlich. 65 Millionen Tonnen, Alter! Kommen Sie mit auf diese Zeitreise, die auf dem letzten Stand der Forschung versucht, Dinosaurier zu töten. 150 Millionen Wochen vor unserer Zeit erreichen wir Polen, ein ödes Land. Polen. Es gibt keine Polen. In der Luft und im Land und in Polen.
haben sich Menschen noch nicht entwickelt. Ja. Die Trias hat schon viele verschiedene Arten von Urreptilien kommen gesehen. Das sind die ersten Libellen. Das sind keine Libellen. Mittlerweile ist es Abend geworden. Dinosaurier sind im fahlen Mondlicht außergewöhnlich stark. Diese uralten Kreaturen sind nun nicht mehr lange die jüngeren Reptilienarten. Es macht absolut keinen Sinn! Dinosaurier wie dieser Dinosaurier brauchen zum Trinken nur sehr wenig Wasser. Sie sind leicht gebaut, schnell und so fruchtbar wie Eier. Die Dinosaurier sind tot. Ihre Eier sind so konstruiert wie Blütenpflanzen und Laubbäume. Und ihre blitzschnellen Reaktionen machen sie zu Wurzeln. Dies. Was? Ihre blitzschnellen Reaktionen machen sie zu Wurzeln? Diese imposanten 220 Millionen Tonnen schweren Tiere. Wie schwer sind die? Locker eine Tonne. Sind mit uns Menschen verwandt. Einst haben es zwei verschiedene Spezies. Stimmt, der hier sieht aus wie du, Lukas. Das ist vollkommen richtig. Es ist diese schwerfälligen Geschöpfe gegeben. Doch nun sind als einzige Vertreter ihrer Familie die Placerias geblieben. Komm nicht hinterher, es ist einfach nur noch verwirrend. Macht doch keinen Sinn, Digga. Sind die behäbigen Placerias eines der seltsamsten Tiere der Trias. Beim Laufen bewegt sich sein Rückgrat in einer Erdhöhle, doch es ist behaart. Tief im Bau. Es macht null Sinn. Warum? Beim Laufen bewegt sich sein Rückgrat in einer Erdhöhle, doch es ist behaart. Schläft seine Partnerin in einem Nest aus speziellen Milchdrüsen. Der Apostosuchus attackiert immer. Der attackiert einfach immer. Die verängstigten Placerias fliehen. Doch sie sind hoffnungslos langsam. Doch sie sind bei weitem schnell genug, um auf zwei Beinen zu laufen. Doch sie sind hoffnungslos grün und fruchtbar. Das ist ein Saurus. Insekten sind Insekten, die Saurus haben Dinosaurier ausgebildet. Bei Temperaturen über 40 Grad Celsius brauchen die Placerias viel Sex. Die einzigen Feinde, die das gewaltige Reptil fürchten muss, sind Nadelwälder. Warum? Nadelwälder! Ey, Digga, wenn man mal hinhört, was da gelabert wird! Prärien. In einem schrumpfenden Wasserloch hat ein Saurus seinen Höhepunkt erreicht. In der Nähe suchen die Placerias unter den vertrockneten Wurzeln. Der Apostosuchus muss nun wieder dringend pissen. Eine ernste Behinderung. Eine ernste Behinderung. Guck mal, wie der Pissen ist. Nicht weit entfernt ist ein anderer Apostosuchus in seinen Artgenossen eingedrungen. Die Dinosaurier werden das Nest bald freigelegt haben. Bei Sonnenuntergang bleibt dem Paar nur noch eine Wahl. Sie fressen die Placerias-Herden. Was? Der verwundete Apostosuchus kann sich nicht mehr kontrollieren. Auch die Cynodontier haben überlebt. Es hat ein Tier Was haben die überlebt? Was passiert? Schlagen das als einziges. Ein Cynodontier-Weibchen. Kannibalismus ist nichts Ungewöhnliches. Was? Nach 9 Monaten Trockenzeit ist das dürre Buschland triefend nass. In seinem Bau hat das Cynodontier-Weibchen 160 Millionen Eier gelegt. Vor der Höhle ist Luft, vor der Höhle ist Realität. Ein gigantischer Plateosaurus ist angeschwollen. Es ist kaum zu glauben, dass der ist angeschwollen. Diese sechsbeinigen Riesen mit Poolen verwandt sind. Doch diese gewaltigen Dinosaurier sind Menschenfresser. Was? Und mit einem Gewicht von 160 Millionen Tonnen brauchen sie ihre kleinen fleischfressenden Verwandten nicht zu fressen. Das Zeitalter der Dinosaurier verspätet sich dieses Jahr. Aber nur dieses Jahr. Ey, das ist Lukas. Ich dachte anfangs, dass es super, super shitty ist. Ich glaube, da gibt's noch mehr Folgen von, Leute, ja. Digga, warum habe ich sowas nicht in der Schule gesehen? Wirklich, also das ist eine absolute Bildungslücke, das kann man nicht anders sagen, Leute. Das war's auf jeden Fall von dieser YouTube-Kacke. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, nicht zu lachen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schaut auf jeden Fall bei Evai vorbei, wenn ihr mehr über Dinosaurier wissen wollt, weil Lukas' Mutter ist nämlich einer. Macht's gut, auf Wiedersehen, ciao. Ganz genau, tschüss. Alle Kanäle natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Meine auch, tschüss.